Rebecca Simoneit Barum muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihr Vater ist gestorben. Gerd Simoneit Barum wurde 90 Jahre alt. Im vergangenen Jahr erlitt der ehemalige Zirkusdirektor und Dompteur einen Schlaganfall. Gerd Simoneit Barum starb in der Nacht zum Dienstag am 20. Juli 2021, wie die Familie bekannt gab. Auf Instagram meldet sich Rebecca zu Wort. Dort widmet der ehemalige Lindenstraßenstar seinem Papa rührende Zeilen. Zu einem älteren Foto ihres Vaters aus dem Zirkus schreibt sie: Unser geliebter Vater und Großvater Gerd Simoneit Barum ist in der Nacht zum 20. Juli 2021 von uns gegangen. In unendlichem Schmerz und großer Dankbarkeit konnten wir bis zum Schluss bei ihm sein. Er hatte nach einem Schlaganfall im April 2020 ein gutes Jahr, in dem wir nicht stolzer auf ihn sein konnten. Wir werden ihn sehr vermissen. In den Kommentaren unter dem Beitrag sprechen viele Personen ihr Beileid aus, darunter auch Vanessa Blumhagen und Moderatorin Alexandra Bechtel. Gerd Simoneit Barum konnte auf eine lange Karriere als Dompteur zurückblicken. 1972 kaufte er seinen ersten eigenen Zirkus. Nach 60 Jahren in der Manege setzte er sich 2008 zur Ruhe und kehrte dem Zirkus Barum den Rücken. Die Liebe für den Zirkus hat Gerd seiner Tochter Rebecca in die Wiege gelegt. Schon im Alter von 3 Jahren absolvierte sie eine akrobatische Grundausbildung. Mit 4 trat sie das erste Mal im Zirkus auf. Doch schon kurze Zeit später zog es Rebecca in den Schauspielbereich. Mit 12 Jahren verließ sie ihre Familie und zog nach Köln, um dort für die Fernsehserie Lindenstraße vor der Kamera zu stehen. Die Rolle der Iphigenie Iffi Zenker verkörperte sie in über 1500 Folgen. Nach 30 Jahren stieg sie 2020 aus der deutschen Serie aus. Darüber hinaus war sie schon in einigen Reality-Formaten zu sehen. 2015 nahm Rebecca bei »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« teil. In dem Artisten Pierre Bauer hat Rebecca Simoneit Barum privat ihr Glück gefunden. Er wird ihr in dieser schweren Zeit mit Sicherheit zur Seite stehen.